close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Moin, moin, Leute. Was geht ab? Willkommen zu diesem Ende mit diesem Kanal. Ich hoffe, euch hat die letzten Videos gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch super gerne Like und ein Abo da. Würde mich extrem freuen. In dem Video wird es ein wenig kürzer darum gehen, wie man mit einem Motorrad richtig schaltet. Diese Tutorial-Reihe wird sich fortsetzen, Leute. Also es werden noch mehrere Fahrschulanfänger-Tutorials kommen. Schaut mal gerne in meine Playlists rein. Da denke ich mal, werde ich alles zusammenpacken. Falls nicht, scrollt auf meinem Kanal ein bisschen runter. Dann denke ich mal, findet ihr die relativ schnell, weil ich die relativ hintereinander aufnehmen werde. Aber ich habe ein Haar beim Helm, ich drehe durch. Aber das ist ja gar nicht das Thema heute. Das Thema für heute ist ja das Schalten, Leute. Das Anfahren wird im nächsten Video kommen. Aber ich denke mal, dass so ein Schalt-Tutorial etwas ist, womit viele Leute sich identifizieren können und womit viele Leute sich auch auseinandersetzen werden, bevor sie in die Fahrschule kommen, Leute. Hier ist rechts gleich ein abgesperrtes Testgebiet für mich. Ja, bis gleich. Ja, Leute, ich denke mal, wir sind jetzt hier angekommen auf dem Privatweg. Ihr seht, hier links habt ihr die Kupplung. Hier rechts habt ihr das Gas, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Hiermit könnt ihr Gas geben, wenn ihr den Griff nach hier zieht. Kupplung losgelassen, ist halt losgelassen, Kupplung ziehen. In den ersten Gang, wenn man anfällt, weiß man ja, einfach so. Das ist ja eben klar hier, Leute. Also, wir stellen uns jetzt hier vor die schöne, für die schöne Wand, weil ich nicht weiß, wie das mit dem ND-Filter läuft. Also, Leute, ihr habt hier den Kupplungshebel. Sagen wir, ihr seid im dritten Gang, Leute. Ihr seid im dritten Gang. Dann zieht ihr, also ihr seid im ersten Gang, ihr fahrt ein bisschen, anfangen könnt, ihr habt in der Fahrstunde gelernt, dann, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Kameraperspektive aussieht, das Video wird etwas kürzer sein, etwas knackiger sein, aber ja, jetzt kommen hier Informationen, zack, 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 Leute. Kupplung, kennt ihr alle. Zum Schalten, bevor ihr den Schalthebel benutzt, Schalthebel ist, by the way, der hier, auf der linken Seite, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, ich mache mal mit meinem Helm ein bisschen nach hoch und nach unten, der ist hier, ist der Schalthebel. Ich kann jetzt den ersten Schritt, wenn man mein Bike ausgeht. Nach runter, also ihr habt den neutralen Gang hier. Da drunter ist der erste. Wenn ihr dann den Schalthebel nach oben zieht, kommt ihr erst in den neutralen. Wenn ihr dann weiter nach oben zieht, kommt ihr, also in einem Zug nach oben zieht, kommt ihr in den zweiten Gang. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Aufbau. Wie so eine Treppe. Unten ist der erste. Zwischen der ersten und der zweiten Stufe ist der neutrale Gang. Der ist zum Abstellen, könnt ihr die Kupplung lassen, dann ist es sozusagen ein Leergang. So kann man sich das wortwörtlich übersetzen. Und alle dann Treppenstufen weiter nach oben ist halt eben halt der dritte, der vierte, der fünfte und der sechste. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine schöne Tabelle im Internet gefunden, dann kann ich euch die jetzt mal einblenden. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt, Leute. Also, erstmal für die Fahrschule ist es nicht wichtig, schalten zu können. Das lernt ihr alles in der Fahrschule. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man schon schalten kann. Dann geht der Fahrlehrer früher mit einem auf die Straße und das spart man dann ein paar Fahrstunden. Aber ja, so wichtig ist das nicht. Also, ihr fahrt an im ersten Gang. Ihr fahrt Schrittgeschwindigkeit. Ihr beschleunigt ein bisschen. Dann zieht ihr die Kupplung, zieht den Hebel nach oben und lässt ganz langsam wieder die Kupplung los und gibt dann wieder Gas. Ja, ich kann jetzt hier nicht so lange bleiben. Ich denke mal, man hat es halbwegs gut verstanden. Ich kann es jetzt nochmal gleich in Action zeigen. Wenn da kein Auto kommt, zeige ich euch das gleich. Ich mache jetzt schon mal mein Visier zu. Also ihr fahrt ganz normal an. Zieht die Kupplung, schaltet nach oben, kuppelt wieder ein und gibt Gas. Also ich bin jetzt im vierten Gang. Ich gebe Gas, zieh die Kupplung und lass das Gas los. Zieh dann den Schalthebel nach oben. Gebe dann ein wenig Gas. Und lasst dann die Schalthebel wieder langsam kommen. Wie ihr das macht, müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Und ob ihr da wie ihr für ein Gefühl kriegt, dafür muss man ein sehr starkes Gefühl entwickeln. Gerade wie fürs Anfahren. Am Anfang fühlt sich das sehr, sehr komisch an, den Gang wieder einkuppeln zu lassen. Ja, das war jetzt halt fürs Hochschalten, jetzt immer fürs Runterschalten. Also jetzt hier, ihr gebt Gas, ihr geht vom Gas und gleichzeitig zieht ihr die Kupplung. Dann geht eure Drehzahl runter. Dann drückt den Gang nach unten, gebt wieder ein bisschen Gas und kuppelt wieder ganz langsam ein. Wenn ihr halt innerorts reinrollt, bremst die leicht, zieht dann die Kupplung wieder, gebt wieder leicht Gas und kuppelt dann wieder leicht ein.
Und das müsst ihr ein bisschen üben. Gerade auch für den Anfänger ist das sehr, sehr schwer, weil das sehr viel Koordination braucht. Ihr müsst ja im Optimalfall müsst ihr das Gas wegnehmen. Vorne bremsen, hinten leicht bremsen beim Abtouren jetzt. Dann währenddessen die Kupplung ziehen und den Gang wechseln und dann wieder, währenddessen ihr bremst, ja wieder um die Motorbremse möglichst auszunutzen, ja wieder die Kupplung loslassen. Klar, in der Fahrschule würde ich jetzt empfehlen, halt das nicht zu machen, sondern halt die Kupplung zu ziehen und zu bremsen und dann nebenbei mal runterzuschalten ein bisschen. Ist nicht so gut für den fürs Getriebe, deswegen würde ich immer die Motorbremse benutzen und ein bisschen weniger die normalen Bremsen, weil das spart ihr euch auch ein bisschen Bremsbelag. Eigentlich ist es mehr oder weniger nicht erwähnenswert, aber für die Fahrschulfragen ist es relativ wichtig, wenn man die Motorbremse benutzt, dass man dann Bremsbeläge spart, also Belag von den Bremsbelägen spart, so ist es. Und ja, muss man sich dran gewöhnen. Beim Hochschalten ist es halt super simpel. Dann musst du halt Gas geben, vom Gas gehen, Kupplung ziehen, hochschalten und Kupplung wieder loslassen, ein bisschen Gas geben. Also es ist halt wirklich das Simpelste eigentlich, was es gibt. Klar, als Fahranfänger ist es nicht so simpel, ist auch wieder sehr viel Koordination gefragt. Ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Tutorial-Video. Ich hoffe, man hat es gesehen. Falls ihr nochmal sehen wollt, wie das mit den Gängen funktioniert, dann blende ich euch jetzt nochmal ein. Wenn ich was gefunden habe, falls nicht, blende ich euch jetzt nichts ein. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch super gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich extrem freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ciao, Leute.